Hallo, hallo, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du wieder hier bist und heute will ich darüber sprechen, wie du eine dritte Person aus deinem Universum rausmanifestierst. Weil jede dritte Person, sei es eine neue Partnerin, Freundin von deiner speziellen Person oder eine dritte Person, ein Mitbewerber auf einen Job oder. Alle Menschen, die dich stören, die dein Spiel stören, wie kannst du die rausmanifestieren? Das Geile an der Sache ist, wenn du erkennst, dass du diese dritte Person rein manifestiert hast, dann ist es dir auch sonnenklar, dass du sie raus manifestieren kannst. Aber der große Widerspruch und das große Missverständnis ist, dass du eine dritte Person raus manifestieren musst. Aber es ist viel, viel einfacher. Es geht darum, dass du in eine Realität shiftest, in dem du angekommen bist und du der Mittelpunkt bist und weit und breit keine dritte Person existiert. Und es ist deine Vorstellung, es ist dein Mindset, es sind deine Annahmen. Du gehst tatsächlich davon aus, dass es eine dritte Person, eine Third Party geben könnte, die dir im Weg steht. Aber in Wahrheit ist es nicht so, denn du bist der alleinige Schöpfer durch deine Vorstellungskraft, durch deinen Seinszustand, durch dein Ich Bin, durch dein Selbstkonzept von der Realität, in der du dich gerade befindest. Und wenn du gerade eine Realität erkennst da draußen, wo du ein Drehbuch sozusagen geschrieben hast, in dem eine dritte Person eine Rolle von dir bekommen hat, dann ist es Zeit, dieses Drehbuch umzuschreiben, um am allerbesten komplett zu zerreißen und neu anzufangen. Aus deinem Divine Design Seinszustand, aus deinem göttlichen Seinszustand, in dem alle Realitäten möglich sind, aber du nur eine wählst, und zwar die, die dir entspricht, die dir gefällt. Und darum geht es, das musst du verstehen. Es geht nicht darum, irgendjemand aus deinem Leben heraus zu manifestieren, sondern es geht darum, dich in eine Realität rein zu manifestieren, indem du Nummer One bist, gewollt, auserwählt, unterstützt, großartig, genau das dir auf den Leib geschriebene Hauptrolle übernimmst, einnimmst und verkörperst. Das ist der Schlüssel dazu. Und wenn du versuchst, irgendeinen anderen Weg zu finden, dann wirst du entweder immer wieder zu dir zurückkommen, denn du bist der Ursprung, du bist die Ursache allen Seins in deiner Reality, durch deine Ansichten, Meinungen und Perspektiven. Oder du bleibst im Außen verkoppelt, verankert, verklebt, verklemmt mit einer Realität, die du angenommen hast von anderen Leuten, von deiner Ursprungsfamilie, von dem System. Aber deine Realität, die du willst, die geht so, wie du sagst. Aber dazu musst du in deine Kraft, in deine Power kommen, in dieses unumwerfliche Selbstkonzept hinter dir stehen als Divine Design Identity. Und wenn du in dieser Kraft und Macht und Power bist, siehst du deine Realität eben so, wie du sie sehen willst. Und da hat keine dritte Person Macht oder Einfluss oder auch sonst noch irgendwas zu suchen. Also mache es richtig. Fange dort an, wo du Wirkung hast, denn du bist die Ursache und die Wirkung gleichzeitig. Und komme in diesen Mindset, in diesen Ich bin ein
göttlich designtes Wesen mit aller Kraft, Power, Liebe, Anerkennung und Support. Mein Wille geschehe, denn mein Wille ist der höchste Wille, der ist der beste Wille und es gibt keinen schlechten Willen. In meiner Realität gibt es niemand, der verliert. In meiner Realität gibt es nur Gewinner und ich höre auf, mich im weiteren Sinne als eine Verliererin in meiner eigenen Realität zu manifestieren, weil ich einer dritten Person eine Kraft und eine Power gebe, mir Dinge zu vorenthalten oder sogar wegzunehmen, die ich haben möchte. Komm raus aus dieser Reality, komm raus aus diesen Zusammenhängen, komm raus aus diesen Annahmen und komm hinein in diese Facts, in diesen Mindset, wo du bestimmst, wer du bist, wie die Welt läuft, wie die Welt auf dich reagiert, in welcher Beziehung zu der, du der Außenwelt stehst, inklusive äußere Personen. Das ist so wichtig. Du stehst dir immer nur selbst im Weg. Wir stehen uns alle immer nur selbst im Weg. In meinen 1:1 Gesprächen finde ich immer wieder den Punkt, wo du noch falsch liegst. Das ist die einfachste, schnellste und günstigste Möglichkeit, ein bisschen einen Aufschluss, eine Verständnis zu bekommen, warum du gerade dort stehst, wo du stehst und was dir im Wege ist, um dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Willst du eine komplette Transformation in dein absolutes Divine Design, aus dem heraus wieder dein Divine Design Leben entsteht, im Business, im Finanziellen, in der Beziehung zu anderen Menschen, in der höchsten, prickelndsten Bubble-Love-Geschichte, Love-Affair, die du haben willst, dazu brauchst du erstmal eine Liebesbeziehung mit deinem Divine Design. Und alles andere entsteht aus dieser Haltung, aus diesem Mindset. Melde dich an für Rising Up. Der Preis ist auch Rising Up. Und glaube mir, das ist das Allerbeste, was du für dich tun kannst, bevor du irgendwo anders anfängst zu investieren in weitere Ausbildungen, in weitere Heilsessions, in weitere Dinge, wo dir externe Personen zeigen wollen, wie es geht. Lerne erstmal, wer du bist in Wahrheit, wie das Leben funktioniert und wie du wirkst. Und dann wird alles sich fügen, so leicht sich aneinander, ineinander fügen, outpushen aus dir heraus. Aber solange du immer wieder an den falschen Orten versuchst, dich zu optimieren und davon ausgehst, dass du noch nicht optimal bist, weil es doch noch was Besseres gibt als dich, dann wirst du genau immer wieder bei diesem Mindset ankommen und dieser Mindset wird dir immer wieder im Außen zeigen, du bist noch nicht gut genug, du bist noch nicht da. Wenn du dorthin willst, wo andere sind, dann musst du das so machen wie andere. Und es wird sich nie für dich rundstimmig und authentisch anfühlen, weil es geht darum, dass du es so machst, wie du es möchtest. Es ist das Parfüm deines Divine Designs. Und das geht eben nur, indem du es rauslässt, indem du alle Blockaden, Einschränkungen fallen lässt und sagst, ich bin dieses göttliche Wesen, ich bin und ich wirke so und so gehe ich über diesen Erdboden und verkörpere ich mich. Also in diesem Sinne, wenn dir dieses Video gefallen hat, kommentiere, like, teile und ganz, ganz wichtig, setze um. 24 Stunden am Tag muss dein Bewusstsein, muss dein Mindset, muss dein Denken von dir unter Kontrolle gehalten werden, bis es einen Automatismus gegeben hat. Wenn du Hilfe willst, ich bin hier, Hilfe beschleunigt, Hilfe macht Spaß, Hilfe ermächtigt, aber letztendlich machst es doch alles du selber. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.